Kommunalwahlen waren in Hessen und jetzt sind Wahlen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Und die Leitartikler ziehen die Stirne in krause Falten, weil die AfD, die mit rechten Normen am rechten Rand entlangfischt, bei diesen Kommunalwahlen offenbar ordentlich abgeschnitten hat. Was heißt ordentlich? Außerordentlich abgeschnitten hat, und es wird der Untergang des Abendlandes beschworen. Einige Stimmen unter diesen Leitartiklern sehen das Gottlob und Gott sei Dank gelassener. Sie sagen, in Landtagen und in Kommunen geht es nicht um Deutschland ist unser und weg mit den Fremdlingen, sondern es geht um die Mühen der Ebene, um die tagtägliche politische, parlamentarische Kleinarbeit. Und das ist eine Herausforderung. Es geht um Fragen, wie finanzieren wir Schulen und Kindergärten? Wo kriegen wir 3,85 € her, um da noch eine Unterstützungsleistung hinzukriegen? Wo stellen wir die Parkscheinautomaten auf? Führen wir Tempo 30 in den Zentren ein? Tun wir was mit den Bebauungsplänen? Wo enden sie? Was geschieht mit der Wasserversorgung, wenn wir ein Neubaugebiet erschließen? Das sind Fragen, die sind nicht mit großen, hohlen Phrasen und Parolen zu beantworten, sondern mit täglicher Kleinarbeit. Und da sind in den vergangenen Jahrzehnten, Gott sei Dank und Gottlob, schon viele großsprecherische Figuren und ihre Vereine, erinnert sich noch jemand an die Republikaner, Gott sei Dank verschwunden, weil sie in den Mühen der Ebene eben nicht mit großen Sprüngen herumhopsen konnten. Und das kleine Trippeln ist ihre Sache nicht. Und man kann nur hoffen, dass das die Wählerinnen und Wähler schnell erkennen.